Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020, nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession, und weil sie das anderes berechnen, haben auch ein anderes Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes wie in westlichen Astrologie. Liebe Eleira, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du hier siehst, zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Daran ändert sich nichts. Dieses Bild zeigt, wie die Sternenhimmel war über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist dein Seelenplan, die Schicksalsweg, weil was deine Seele ausgesucht hat, und die Seele möchte auf diesem goldenen Weg gehen. Die Lebensbereiche, wo du Energie hast, weil Sonne, Mond oder die Planeten sich dort befinden, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Deine Arbeit, deine Gesundheit, dann auch die Transformation, lernen, loslassen, befreit zu sein von etwas, die Sexualität leben, auch um die Geld achten. Auch Thema Erbschaft kann auch ein wichtiges Thema sein. Dann auch Bildung, Reisen, Spiritualität, deine Berufung zum Leben, Ansehen bekommen, Freundschaften pflegen, aber auch richtige Freundschaften und deine Wünsche, Träume verwirklichen und die tiefen Geheimnisse des Lebens erkennen. Das sind die wichtigsten Lebensbereiche. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt, da ändert sich gar nichts. Was aber ändert, das bist du. Und du bewegst dich im Leben in der 7-Jahren-Periode. Das heißt, alle 7 Jahre hast du andere Themen. Bewegst du dich auf anderen Boden, andere Einflüsse kommen auf dich zu, und immer die Thematik, was die einzelnen Tierkreiszeichen zeigt, das ist dann gerade wichtig. Du befindest dich in Stierperiode, und das heißt, um die Finanzen kümmern, dein Leben so gestalten, dass es gemütlich ist. Dann brauchst du auch sehr viel Ruhe oder möchtest in deiner Umgebung vieles verschönern. Aber Stier hat auch mit Besitz etwas zu tun, und das kann auch ein wichtiges Thema sein. In dieser Periode bist du bis dein 42. Lebensjahr, und dann übergehst in Zwillingsperiode, und dann lernst du vieles Neues, einige neue Begegnungen, vieles Neues entdeckst du auch. Also kommt sehr viel Kontakt, Lernen und Bewegung, Veränderungen in dein Leben. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Wobei, wenn ich jetzt diese Jahresbewegung des Sonne betrachte, muss ich das auch genau beschreiben, weil die Bewegung macht eigentlich nicht die Sonne, sondern die Bewegung macht unseren Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen, aber für unsere Wahrnehmung aus der Erde aus gesehen scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und genau das betrachten wir, und ich starte April 2019. Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem, und Pluto bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Pluto hat die Motto alles oder nichts. Und das, was du jetzt spürst,
du persönlich, weil du entfaltest gerade deine Persönlichkeit. Außerdem sind wichtige Themen zurzeit das Loslassen. Pluto herrscht über den Totenreich. Natürlich kann das auch Todesfälle bedeuten, was dich persönlich trifft in deinem Umgebung, dass jemand in Familien, Bekanntenkreis, aber nicht unbedingt das, was Pluto ausmacht, sondern Pluto ist die Kraft, die Transformation, die Überlebenskraft, das Leben erhalten zu bleiben, die Kreislauf, das Leben, auch die Tiefschlaf, die Regeneration, die Körper, auch Sexualität, auch die Erneuerungsprozesse, und diese Erneuerungsprozesse befindest du dich, und das betrifft deine Persönlichkeit, auch dein Aussehen, und bist du gerade dabei aufräumen, von vielen Dingen verabschieden, was dich persönlich stört. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun ist die Traum, die Träume zu verwirklichen oder inspirieren lassen, auch der Planet, die Künstler. Aber Neptun kann man nicht greifen. Neptun ist nichts anderes in griechischer Mythologie als Poseidon, das Gott des Meeres. Das ist so unerforschend, das Meer zu ergründen. Genauso fühlt sich das auch an bei Neptun-Energie. Das bedeutet unseren Träume, unseren Fantasie, diese Kreativität auch. Das ist grenzenlos, aber doch nicht zum Greifen. Und wenn wir das vertrauen, diese Bilder, dann kann ein Traum wahr werden. Wenn wir aber daran nicht glauben und denken, das ist nur Spinnerei, dann kann natürlich auch täuschend wirken, und fühlen wir uns oft bei Neptun-Energie, wenn wir das nicht verstehen und nicht vertrauen können. Eigentlich hier geht es gar nicht um Verstand, hier geht es um Gefühl. Das zu fühlen, dann kann Neptun auch enttäuschend wirken, und das erlebst du bei Geschwistern, bei Nachbarn, bei Bekannten. Entweder lassen die dich inspirieren, und mit diesem inspirierenden Kraft gibt dieser Austausch, die Kommunikation, die Verbindungen. Aber wenn du das nicht vertraust oder andere beeinflussen dein Leben und sagen, ja, träum nicht so viel, dann fühlst du dich auch enttäuscht. Das kann auch hier auslösen. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen. Uranus im fünften Lebensbereich bewegt sich eben wieder nach indischer Berechnung natürlich. Und das heißt, es ändert sich vieles bei dir, was deine Kreativität, deine schöpferische Kraft betrifft, oder Veränderungen, was die Kinder betrifft. Saturn bewegt sich auch in Tierkreiszeichen Schütze. Und das bringt alles in Form. Saturn ist der Planet, der Schicksal, der Karma. Das sind wichtige Themen, gerade dein Schicksalsweg, dein karmischen Weg, deine karmischen Lernaufgabe. Außerdem, Saturn bringt etwas in Form. Und das handelt sich gerade deine Persönlichkeit. Und auch dein Aussehen, wo du sagst, genau das passt zu mir. Dieser Haarschnitt oder dieser Kleidungsstil, das ist so meins. Also das kommt so, solche Dinge kommen gerade in Vorschein. Jupiter befindet sich auch im Schütze. Jupiter bringt dir Glück. Du kannst dich jetzt wirklich dich entfalten. Jupiter vermehrt aber auch etwas, und das kann auslösen, dass du etwas zunimmst. Oft löst Schwangerschaft aus. Und wenn hier Uranus auch die Veränderungen zeigt, wo die Kinder sind, schließt es nicht aus. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Das ist die Kraft. Die Kraft, wie du dich einsetzt, wie du dich behauptest. Und es ist gerade deine Arbeit, dein Alltag, auch dein Gesundheitszustand. Mars kann auch eine männliche Person sein, Begegnung mit einer männlichen Person in diesem Bereich.
Venus ist die Planet der Liebe, zeigt auch deine Weiblichkeit, aber auch andere Frauen, Kontakt zu anderen Frauen. Venus befindet sich hier im Wassermann. Natürlich kann das bedeuten, dass du Kontakt hast mit Geschwistern oder Freundin, Bekannte, einer weiblichen Person, gibt ein gewisser Austausch. Aber handelt sich gerade mit Neptun, Venus zusammen um Kunst und Kreativität, dass du deine Kreativität lebst und so hast du die Kontakte oder lernst du hier, lernen wir auch vieles, dass du Seminare anbietest oder teilnimmst in ein Seminar, ist auch möglich. Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen. Das ist die Monatsthema, das ist dein Zuhause, ist sehr wichtig, kann natürlich auch bedeuten, dass du genießt du dein Zuhause und bist im Rückzug oder gründest du etwas, weil du brauchst dieses Fundament, diese Basis und auf dem baust du etwas auf. Merkur ist auch im Wassermann und das bedeutet, hier hast du Kontakte, Kommunikation. Bei Venus-Energie handelt es sich um Themen über Kunst oder Schönheit oder Kontakt mit einer Frau. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist. Hat auch einen Sinn, weil wir sollen noch etwas überprüfen oder noch abwarten, weil das eben nicht der richtige Zeitpunkt ist zum Handeln, geht nichts voran. Aber Rückläufigkeit löst auch aus Themen von Vergangenheit oder Kontakte mit jemandem von Vergangenheit. 11. April wird Jupiter rückläufig. Hier, das trifft dich persönlich. Und das bedeutet, sei eher zurückhaltend, nach innen gekehrt. Jupiter ist auch die innere Sonne, das sollst du entdecken. 25. April wird Pluto rückläufig, auch hier im ersten Lebensbereich, wo dich auch persönlich trifft, die Nachdenklichkeit an deine Vergangenheit oder Kontakte von Vergangenheit. Überlege, was sollst du beenden, was sollst du loslassen, von was sollst du kündigen. Pluto räumt auf und bleibt konzentriert auf das Wesentliche und das bist du. Du, deine Persönlichkeit wird hier gerade geformt. 30. April wird Saturn aber auch rückläufig. Saturn ist der Planet der Karma und bei Rückläufigkeit kommen Erinnerungen, oft karmischen Erinnerungen. Und Saturn belehrt uns auch. Also belehrt dich gerade dein Persönlichkeit leben. Jetzt die Mondposition. Ich möchte jetzt nicht jeden Tag das erwähnen, sonst würde diese Aufnahme ewig lang dauern, aber Neumond, Vollmond und Halbmond, ja. 12. April ist Halbmond in den Zwillingen. Halbmond bedeutet Spannung, Unsicherheit, Nervosität. Bei einem Halbmond steht Sonne und Mond in einer Verbindung, was diese Spannung auslöst. In den Zwillingen, Unsicherheit, Spannung hier in Partnerschaft. 19. April ist Vollmond im Waage. Vollmond macht etwas sichtbar, beleuchtet etwas. Die Thematik ist hier bei Waage, deine Wünsche oder Freundschaften, da sollst du genau hinschauen. 26. April ist Halbmond im Tierkreiszeichen Steinbock. Hier handelt es sich um deine Werte. Halbmond, wieder Spannung, kann bedeuten, dass du diese Wertschätzung nicht bekommst oder so fühlt sich mindestens an in diesem Tag oder achte auf die Finanzen. Nichts investieren, überlege, was du kaufst, wo gibst du Geld aus, nichts unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. Mai 2019. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Monatsthema ist
Kinder, eigenen Kindheit, Lebensfreude. Jupiter ist in Skorpion, rückläufig, Jupiter ist rückläufig, kehrt wieder zurück zum Skorpion und das bedeutet für dich die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit, hier gleicht sich was aus und das sind karmische Themen oder du hast einen Blick für die Geheimnisse und Jupiter ist diese Weisheit oder hast du Glück, wenn du eher zurückhaltend bist. Hier im 12. Lebensbereich ist auch der Rückzug. Venus und Merkur ist in Fischen. Das trifft dein Zuhause. Bei Venus-Energie bedeutet, du verschönerst etwas. Bei Merkur entweder Gesprächen, Kontakte oder Verträgen. Kann natürlich auch bedeuten, dass eine weibliche Person dich besucht und hast schönen Gesprächen. 4. Mai ist Neumond im Widder. Neumond bedeutet immer Rückzug, Nachdenklichkeit, etwas verinnerlichen, eher zurückhaltend sein und nicht handeln. Bei Tierkreiszeichen Widder handelt sich um Kinder oder deine eigenen Kindheit oder dein inneren Kind. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, wieder Spannung hier im Krebs, das kann auch Ämtern sein oder eine erbschaftliche Situation oder dieser Loslassensprozess, dieser Erneuerungsprozess ist schwierig, weil du neigst dazu in diesem Tag eher festhalten an etwas. 18. Mai ist Vollmond im Waage, das bedeutet deine Wünsche und auch Freundschaften, da genau hinschauen. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, die gleiche Thema, um das Geld, um die Finanzen achten. Juni Venus ist im Widder. Und das bedeutet, die Liebesleben genießen, die Lebensfreude oder die Kreativität, deine schöpferische Energie oder Kinder, weiblichen, eine weibliche Person. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Arbeit und Gesundheit. Mit Merkur-Einfluss kommen Gespräche oder Termine. Und Mars befindet sich in der Zwillinge. Und das heißt, eine männliche Person hat einen Einfluss auf dein Liebesleben, auf die Beziehung. Juni 2019 passiert etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe im Teil 2 erklärt, was bedeutet Rahu, was bedeutet Ketu. Es ist eine Drache. Diese Figur, dieser Drachensymbol kommt in allen mythologischen Geschichten häufig vor. Symbolisiert unsere negativen Gefühlen wie Angst. Ein Drachentöter zeigt, wie wichtig es ist, von diesen negativen Gefühlen verabschieden, befreit zu sein. Und dann, gerade astrologisch, wird beschrieben, dass dieser Drache, was unsere Seele, dieser karmischen Weg symbolisiert, dass dieser Drache getrennt ist, mindestens was die Astrologie betrifft. Rahu und Ketu. Rahu und Ketu ist diese Drache, aber es ist getrennt. Die Kopf von dieser Drache ist abgeschnitten. Und unsere Seele kennt nur ein Teil von dieser Drache und das ist die Körper oder Ketu. Da haben wir die Erinnerungen, die karmischen Erinnerungen. Das kennen wir schon. Natürlich viele
Dinge sollen wir behüten, bewahren. Das sind schöne Erinnerungen, Talente, Fähigkeiten. Das sollen wir befestigen. Und all das, was uns gestört hat, auch im früheren Leben, Kontakte, Eigenschaften oder Gefühlen wie Angst, davon natürlich befreien, befreit zu sein. Aber das genügt nicht. Die Seele sucht den Teil, was fehlt, den Kopf von dieser Drache. Und dieser Drachenkopf heißt Rahu. Und das, was die Seele auf die Suche ist, wo ist der Kopf? Und wenn die Seele gefunden hat, und das ist der Platz, wo du Aufgabe hast, dann kann sich das vereinen. Und dann beißt die Drache den Drachenschwanz, dann haben wir diese Unendlichkeitssymbol erreicht. Das ist diese Acht, was so liegend darstellt. Das ist dieses Symbol dafür. Und das ist unserem karmischen Weg. Und diesem Ketu und diesem Rahu, die bewegen sich. Diese Mondknoten bewegt sich. Und zwar Ketu, dieser Drachenkörper, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, bewegt sich 2019 und 2020, ganzes Jahr und auch nächstes Jahr, im Schütze. Ketu bewegt sich hier im Schütze. Und für dich persönlich hat das eine Bedeutung, weil aktiviert bei dir 2 Jahre lang karmische Themen, Erinnerungen. Und der Drachenkopf, was deine Seele gerade die Themen hat und braucht auch, weil das befreit auch, das sucht deine Seele, das ist in der Zwillinge. Rahu ist in der Zwillinge und das ist die Partnerschaft. Das sind dein wichtigstes Thema dieses Jahr und auch nächstes Jahr. 2 Jahre lang, deine Persönlichkeit und spiegelt die Partnerschaft. Das sind deine karmischen Wege zurzeit. Und Juni passiert Folgendes. Diese Ketu, was die alten Karma symbolisiert. Und Saturn, der Planet der Karma, wo rückläufig ist, wo auch Vergangenheit andeutet, und Pluto, wo auch rückläufig ist, auch Vergangenheit, sie bilden sich hier im Schütze einen sogenannten Konjunktion, und das heißt, sie treffen sich und wirken zusammen, sie können gar nicht getrennt wirken, und da aktiviert bei Schützengeborenen und jedem Mensch, wo in welchem Lebensbereich die Schütze befindet im Horoskop, da kommen die karmischen Themen. Manche haben im Finanzbereich, manche haben sie im Arbeit oder mit Kindern. Jeder Mensch erlebt das anderes. Bei dir handelt sich um deine Persönlichkeit und die Partnerschaft spiegelt dir etwas. Und hier wird Vergangenheit alten karmischen Erinnerungen aktiviert. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Und diese Rückläufigkeit ist wieder Erinnerungen. Entweder kommen Enttäuschungen, dieses Gefühl kommt in Vorschein, enttäuscht von Geschwister oder Erinnerungen an die Schulzeit, wie andere Kinder dich verletzt haben. Aber nicht nur das wird bei dieser Rückläufigkeit auslösen, sondern auch deine Talente, deine Fähigkeiten. Und das ist die Kreativität, dass du deine Träume lebst. Das ist die gute Seite Neptuns. Und das, was du lernst auch, und dann kommen auch diese Erinnerungen bei dir. 3. Juni ist Neumond im Stier, das heißt Rückzug, Nachdenklichkeit bezüglich deiner Arbeit, deiner Gesundheit. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, Spannung in einer Reise oder im spirituellen Weg, Unsicherheit, was könnte ich verwirklichen, was ist so meine Richtung oder Prüfung in einer Ausbildung oder Prüfung in Schule des Lebens. 17. Juni ist Vollmond.
in Skorpion, da wirst du Geheimnisse erfahren, weil du schaust ganz genau dahin und Vollmond beleuchtet das auch. 25. Juni ist Halbmond in Fischen, eine gewisse Spannung. Entweder zu Hause kommt diese Spannung oder eine kleine Reparatur, oder du hast das Gefühl, du verlierst den sicheren Boden unter deinen Füßen. Juli Sonne und Venus ist in den Zwillingen, das heißt, Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft. Venus auch die Thematik, das gleiche Liebe. Mars und Merkur ist im Krebs. Das kann natürlich bedeuten, dass du lernst, dich durchsetzen, das sagen, was du sagen willst, dass das die Transformation ist gerade. Oder hast du Termine mit Ämtern und hast du die Mars-Energie? Entweder musst du dich da behaupten oder hast du Verbindung zu einer männlichen Person. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in den Zwillingen. Nachdenklich sein über Liebe, Partnerschaft oder dass du zurückziehst mit deinem Partner und ihr genießt die Zweisamkeit. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, hier oben. Das kann auslösen, dass du das Gefühl hast, dass du zu wenig Anerkennung bekommst, dass du immer wieder übersehen wirst. Oder Unsicherheit in die Arbeit, in Berufung. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Hier Mondfinsternissen haben immer karmische Themen und es wird da bei diesem Vollmond auch nochmal beleuchtet, nochmal betont. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, wieder gewisse Unsicherheit. Kann natürlich bedeuten, dass dir alles zu viel ist und ziehst du zurück und genießt dein Zuhause, weil du brauchst die Ruhe. Aber kann auch bedeuten, ein bisschen Spannung oder Reparatur zu Hause. August 2019. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist hier die Erneuerungsprozesse, Transformation. Oder Thema Sexualität und das schließe ich nicht aus bei Mars und Venus, wo auch um die Liebe Partnerschaft geht. Und Merkur befindet sich in Zwillingen. Gespräche über Partnerschaft oder Gespräch mit deinem Partner im siebten Lebensbereich sind auch die Verträge und das ist nicht nur ein Heiratsantrag und dieser Vertrag, sondern auch andere Art von Verträgen und es ist auch möglich, dass du einen wichtigen Vertrag unterschreibst. 12. August wird Jupiter direkt läufig und das hier und das bedeutet, du hast mehr Glück im Leben und kommst mehr raus von dir selbst. Am 12. August wird Uranus rückläufig. Und diese Rückläufigkeit löst alten Themen aus und hier bei Kindern, deine eigenen Kindheit, dein inneren Kind. 1. August ist Neumond im Krebs, nachdenklich sein. Was sollst du verändern in dein Leben? Welcher Prozess befindest du dich? Was sollst du loslassen? Oder von was sollst du trennen? Aber auch Thema Sexualität und auch Themen, was die Ämter betrifft. Nochmal etwas überprüfen. 7. August ist Halbmond im Waage, Spannung mit Freunden oder dass du anfängst daran zweifeln an deinen eigenen Wünschen. 15. August ist Vollmond im Steinbock und das bedeutet, du verlangst
Respekt oder sollst du das verlangen und stehst zu deinen Werten oder sollst du etwas Wertvolles im Besitz nehmen oder um die Finanzen kümmern. 23. August ist Halbmond im Widder und das ist entweder Spannung mit Kindern oder du möchtest diese Lebensfreude genießen, aber kommen Einschränkungen oder du traust es nicht zu. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist der königliche Stern, der Herz der Löwen. Und Herzensangelegenheiten sind hier wichtig. Und bei diesem Neumond die Rückzug, die Nachdenklichkeit, die Meditation, was ist für dich ein Herzensangelegenheit, diese inneren Reise zu machen. September 2019 Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Und das ist für dich eine Reise, Lebenserfahrungen oder Spiritualität. 19. September ist ein wichtiger Tag. Saturn hier, und das hat mit deiner Persönlichkeit auch was zu tun oder die Veränderungen in deinem persönlichen Umfeld, verändert die Richtung. Saturn wird direktläufig, geht alles voran und es beeinflusst die Schicksal. Immerhin ist Saturn der Schicksalsplanet und hat einen sehr großen Einfluss auf unserem Schicksalsweg. Ändert sich hier die Richtung ab 19. September 2019. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Und das bedeutet diese Halbmond Unruhe, Unsicherheit, Nervosität. Und hier im Skorpion ist wichtig der Rückzug. Oder du spürst die Spannung bei anderen. Halte dich raus und sei eher im Rückzug. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Hier wird etwas beleuchtet. Wie kannst du dich behaupten gegen deinen Konkurrenten oder gegen Verwandten auch? Oder wie ist die Kontakt mit Verwandten, Bekannten, Nachbarn? Oder was musst du lernen? Oder welche Wissen sollst du, welche Informationen sollst du vermitteln? Welche Informationen sollst du annehmen? Auch im Internet. 22. September ist Halbmond im Stier, eine gewisse Unruhe in die Arbeit oder wenn es um Gesundheitszustand handelt, dann sollst du den inneren Gleichgewicht, die inneren Ruhe bewahren. Ist Neumond im Löwe, nachdenklich sein, wohin geht die Reise? Oktober 2019. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist Ansehen, Anerkennung und Berufung. Da fließt auch die Energie. Bei Mars und Venus handelt es sich auch um die Liebe, dass du da wirklich Respekt, Anerkennung bekommst. Kann auch bedeuten, dass du deine ganze Kraft in diese Richtung einsetzt. Das ist die Mars-Energie. Und hast du Themen mit einer Frau, das wäre die Venus-Energie. Oder lebst deine Kreativität, das ist auch Venus. Und Merkur ist im Waage. Und das bedeutet Gespräche mit Freunden, eventuell einen Vertrag unterschreiben in einer Gruppe oder eine Gruppe gründen. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, ein unsicheres Auftreten oder das Gefühl, ja, du bist nicht wirklich wahrgenommen oder jemand nervt dich. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Nachdenklich sein über, nicht nachdenklich, sondern es wird beleuchtet, Vollmond, genau.
Hier wird die Thematik beleuchtet, dein Zuhause oder diese Sicherheit, Stabilität, diese Basis zu finden oder etwas gründen. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen, Unsicherheit, was die Liebe, Partnerschaft betrifft oder Spannung. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, nachdenklich sein, wie erreichst du deine Ziele, wo liegt deine Berufung. November, Mars bleibt noch im Jungfrau und das heißt, du setzt dich durch oder hast du Kontakt im beruflichen Umfeld mit einer männlichen Person oder du erwartest, dass dieser Mann dich so nimmt, wie du bist und bekommst du Respekt. Sonne ist im Waage, Monatsthema sind deine Wünsche und Freundschaften. Und Merkur und Venus ist im Skorpion und das bedeutet, entweder hast du deine Geheimnisse, Liebesgeheimnisse und möchtest das jemand erzählen, das ist die Merkur-Energie, oder hast du eine Freundin und diese Frau erzählt ihre Geheimnisse, das kann auch darum gehen. Bedeutet aber hier im 12. Haus manchmal auch geheime Feinde, dass eine Frau, das wäre die Venus-Energie, über dich redet. Und das ist die Merkur-Energie hinter deinen Rücken. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November ändert die Richtung, wird direktläufig sein. 28. November ist Neptun direktläufig und das heißt, du lebst deine Träume, endlich geht alles in Vorwärts, geht in Bewegung, vorausgesetzt ist, du glaubst deine Träume, deinen Visionen. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Spannung. Hier im zweiten Lebensbereich, entweder hast du das Gefühl, dass du nicht diesen Respekt bekommst, was du verdient hast, oder Spannung in Finanzen und in diesem Tag nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun. 12. November ist Vollmond im Widder. Wird beleuchtet, Thema Kind, Kindheit, schöpferische Kraft, Lebensfreude. 19. November ist Halbmond im Krebs. Wieder dieser Prinzip, ich will das festhalten, es ist schwierig, von etwas verabschieden, loslassen oder Spannung im erbschaftlichen Themen oder mit Ämtern. 26. November ist Neumond im Waage, halte dich zurück, weniger Kontakt mit Freunden oder schweige oder überlege, welche Freunde sind die richtigen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen oder meditieren, nachdenklich sein über deine Wünsche und Hoffnungen. Dezember, Mars und Merkur ist im Waage. Das kann bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer männlichen Person. Kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst in einem Verein und hast du mit dieser Mars-Energie was zu tun, entweder mit einer männlichen Person oder einen Vertrag zum Beispiel in Sportverein, weil Mars ist auch Bewegung, auch Sport auch symbolisiert. Sonne ist in Skorpion, Monatsthema sind Geheimnisse und es wird auch beleuchtet, also die Wahrheit kommt ins Licht oder viele Dinge erkennst du, weil du öffnest dafür deine Augen und Venus ist im Schütze
Und das heißt, du kaufst für dich was Schönes oder du verschönerst etwas, Körperpflege oder ändert sich etwas, ein neuer Haarschnitt zum Beispiel, und hast auch die Bedürfnis als Frau wahrgenommen zu werden. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, Spannung mit Geschwistern, Verwandten. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, wird beleuchtet, deine Arbeit, deine Pflichten, dein Alltag. Da kommen Erkenntnisse, aber auch Gedanken über Gesundheitszustand. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, Spannung auf eine Reise oder Prüfungen. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Hier halte dich von allem zurück, sei zurückhaltend. Oder brauchst du einfach die Ruhe, die Nachdenklichkeit. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Das kann bedeuten, dass du kraftlos fühlst und brauchst die Rückzug, dass du wieder Kraft bekommst. Oder hast du ein Geheimnis mit einer männlichen Person oder eine männliche Person erzählt etwas über seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und du erkennst es und mit dieser Mars-Energie wehrst dich und setzt dich durch. Sonne, Merkur und Jupiter ist im Schütze. Jupiter übergeht im Schütze und ganzes Jahr bleibt im Schütze. Das bedeutet für dich persönlichen Glück, aber Jupiter vermehrt auch etwas. Das kann auch sein, dass du ein bisschen zunimmst oder kann Schwangerschaft auch andeuten. Merkur ist auch hier im Schütze und das hat mit Kindern was zu tun, Kinderplanung zum Beispiel oder Gesprächen, Kontakten. Venus ist im Steinbock, das bringt ein bisschen Glück in Finanzen, kann aber auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Natürlich kann auch bedeuten, dass du kreativ bist und verdienst damit Geld. Und Sonne ist auch im Schütze. Also Monatsthema ist deine Persönlichkeit. Februar 2020. Mars bleibt noch hier im Skorpion, Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist Selbstwertgefühl, aber auch Finanzen. Venus und Merkur ist im Wassermann und das heißt Gesprächen im Verwandten, Bekanntenkreis, Nachbarn mit einer weiblichen Person. Kann auch bedeuten, dass du kreativ bist, das ist die Venus-Energie und hast du die Kontakte, Gespräche, einen Austausch, das wäre die Merkur-Energie, auch über Internet. März 2020. Pluto bleibt hier im Schütze ganzes Jahr. Pluto und Saturn, also Jupiter bleibt im Schütze, genau, Pluto und Saturn übergeht im Steinbock und sie bleiben ziemlich lang und mit Pluto hast du jahrelang was zu tun und das trifft deinen Werten oder alles im Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist und das, was du nicht brauchst, davon aber verabschiede und die Finanzen. Sonne und Merkur ist im Wassermann und das heißt, Monatsthema ist dich behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalinnen, aber auch die Kontaktaustausch über Medien
oder Wissen vermitteln, Wissen aneignen. Und das ist schon die Monatsthema, das ist die Sonne. Und Kontakte, Gespräche, das ist die Merkur-Energie. Venus ist im Widder. Und das wäre wichtig, dass du diese Lebensfreude erlebst in die Liebe, Partnerschaft. Und Mars ist im Schütze. Und das heißt entweder, dass du dich behauptest und zeigst Kraft, kann auch bedeuten, dass du Sport und Bewegung für dich dann auch sehr wichtig ist. Oder eine männliche Person hat einen sehr großen Einfluss auf dein Aussehen, auf deine Persönlichkeit. Liebe Eleira, so könnte ich das erklären. Das war dein Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.